Im Schnitt hält eine Brücke 100 Jahre, doch fast jede der 25.000 Brücken in Deutschland ist älter. Generell besteht ein großer Investitionsbedarf im Straßen- und Schienenverkehr. Zurzeit wird die Hohenzollernbrücke in Köln saniert. Sie ist eine der meistbefahrensten Eisenbahnbrücken Deutschlands. Laura Marsch hat sich auf die Baustelle begeben. Bauarbeiten auf der Hohenzollernbrücke. Gleise und Weichen werden erneuert. Das muss alle 6 Jahre passieren, um die Sicherheit der Brücke zu gewährleisten. Kostenpunkt 11 Millionen Euro. Die Bauarbeiten laufen Tag und Nacht. Deutsche Bahnsprecherin Beate Renneberg erklärt, auf welcher Strecke die nächsten Sanierungen geplant sind. Der Abriss einer Straßenüberführung über die Gleise, Schöllerbrücke heißt diese Brücke. Und da müssen wir 8 Tage total sperren zwischen Köln und Aachen. Auf jeden Fall wird mehr in die Schiene investiert. Der Kölner Hauptbahnhof ist ein wichtiger Knotenpunkt. Hier starten täglich Züge nach ganz Europa. Wegen der Gleisarbeiten wird der Verkehr nach Luxemburg und der Schweiz umgeleitet. Die Kölner finden Investitionen in die Infrastruktur sinnvoll. Wir wissen, überall muss mehr getan werden für die Infrastruktur, es bedeutet für die Wirtschaft. Ja, ich finde, Deutschland muss mehr in Straßen- und Schienenverkehr investieren, da die Straßen sehr löchrig sind, vor allem nach dem Winter. Alles, was investiert wird in Straßen, Schienen und Brücken, was der Sicherheit dient, ist ganz, ganz wichtig. Wichtig ist das auch für die 100.000 Autos, die täglich durch den Straßentunnel Kalk fahren. Der Tunnel ist marode, deshalb gilt Tempo 50 und für LKWs über 7,5 Tonnen ist er verboten. Auf dem Weg zur Arbeit fährt Sebastian Monke jeden Morgen durch den Tunnel. Das Verkehrschaos nervt ihn. Man wusste ganz genau, die Brücken sind marode und wenn wir jetzt nicht was tun, müssen wir sie entweder sperren oder zumindest begrenzt benutzen lassen. Und man hat dem einfach zugeschaut, nichts getan und hat einfach mal den schwarzen Peter an die Wirtschaft weitergegeben. Und jetzt steht man da und weiß nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Das Problem haben auch andere deutsche Städte. Doch überall fehlen die nötigen finanziellen Mittel für die Sanierungen. In diesem Jahr steckt der Bund 7 Milliarden Euro in Straßen, Brücken und Schienen. Doch laut Experten fehlt mindestens noch mal so viel. Hinzu kommt, dass die Infrastruktur in Zukunft noch stärker belastet wird. Allein der Personenverkehr soll in den nächsten 2 Jahren um 9% steigen. Die Bürger unterstützen die Baustellen. Jetzt fehlt nur noch die Umsetzung der Politik.